Hallo, mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Episode WhatsApp Fails mit Luca. Das bin ich. Und wir jetzt mal so richtig unsere Gehirnzellen. Habe unser WLAN heute in Verbindung nicht möglich umbenannt. Meine ganze Familie dreht gerade durch. Du kommst safe in die Hölle und ich kann direkt mitgehen, denn ich habe in meiner Wohnung in Köln damals mein WLAN-Passwort auf. Es gibt kein Passwort genannt. Und immer wenn Freunde ins WLAN wollten und gefragt haben, hey, was ist das Passwort, habe ich nur gesagt, es gibt kein Passwort. Ja. Hier fragt ein Elternteil das Kind, sag mal, wo ist denn dein Zeugnis eigentlich? Und nach einer Stunde schreibt die Person dann einfach nochmal so, na, bei Timo. Warum denn bei Timo? Er wollte seine Eltern erschrecken. Klar. Wer kennt's nicht? Der klassische Timo, der seine Eltern erschrecken will. Hey Papa, sag mal, bin ich eigentlich das Kind von dir oder von Mama? Naja, stell dir das mal anhand eines Getränkeautomaten vor. Du steckst 1 Euro hinein und eine Flasche kommt raus. Gehört die Flasche dann dem Automaten oder dir? Danke, Papa. Also, einmal war es eine richtig geile Erklärung und auch ein Diss an den Sohn, weil er angeblich eine Flasche ist. Mama, was haben Oma und Opa eigentlich gemacht, als ihnen langweilig war und es noch kein Internet und so gab? Na, da kannst du ja mal meine 7 Geschwister fragen. Hä? Ja. Habt ihr den Witz verstanden? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Und lasst ein Abo da. Und ein Like. Und zeigt das Video eurer ganzen Schule. Ich bin echt froh, dich meine Schwester nennen zu können. Ich hab dich lieb. Oh, ich dich auch. War Spaß. Lol. Opfer. Du stinkst. Und du Penner schuldest mir noch 17 Euro. Hab dich doch lieb. Ja. Wie weit geht mein Stuhl eigentlich nach hinten? Okay, das ist schon chillig. Ey, wir waren ja heute bei Ikea und mir war einfach mega langweilig, weil Mama und Papa halt jahrelang nach einem Sofa gesucht haben. Und dann bin ich einfach zum Bällebad gegangen und habe den Kindern da erzählt, dass mich meine Eltern schon vor 12 Jahren abholen wollten. Wenn du das dem kleinen Luca gesagt hättest, ne? Ich meine Faust genommen und wahrscheinlich gar nichts gemacht, weil ich hatte noch nie Muskeln. Mama, was macht ihr heute Abend? Wir haben eine Familienbesprechung, um zu überlegen, wie wir in Zukunft mit dem schwarzen Schaf der Familie umgehen sollen. Oh, okay, warum weiß ich davon nichts? Punkt, Punkt, Punkt. Bruder? Ich bin für dich da. Mama, wir haben gerade Lehrermangel in der Schule, weil zu viele Kinder in die Schule gehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einfach mal ein paar Wochen zu Hause bleibe, um die Lehrer zu entlasten, okay? Sobald du die Zeichensetzung beherrschst, können wir uns da gern drüber unterhalten. Ja. Das würde ich mir oft auch mal hier in den Kommentaren wünschen. Ganz kurz übrigens wirklich mal ein Real Talk zu der Kommentarsektion aktuell auf YouTube. Und zwar stehen überall so komische Google-Codes in den Kommentaren, von wegen, googelt das und ihr bekommt 10 Jahre mehr Lebenszeit. Das ist alles Scam und die verarschen euch. Und man kann die Leute nicht blockieren, weil die immer einen neuen Weg mit einem neuen Code finden und so weiter und so fort. Also klickt da nicht drauf, klickt lieber hier drauf unter dem Video. Das macht deutlich mehr Sinn. Und da kriegt ihr auch 20 Jahre Lebenszeit noch on top. Puh, nächste Woche wirst du ja schon 18. Jaha, dann kann ich endlich tun und lassen, was ich will. Naja, solange du unter unserem Dach lebst, befolgst du auch unsere Regeln. Das ist ein richtiger Alman-Annette-Spruch. Solange du... Oh. Mein kleiner Bruder hat heute im Kindergarten einfach Dreck gegessen, der Idiot. Ha, 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 ha. WTF, und was habt ihr denn gemacht? Geht's ihm gut? Ja, haha, die Erzieherin war so voll besorgt, als wir den abgeholt haben, aber Mama meinte nur so, na... Super, dann brauchen wir ja kein Mittagessen mehr machen. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Dicker, du ahnst es nicht. Ha, 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 ha. Was? Papa hat gerade die Zeitung gelesen und hat Air Force einfach Eier ausgesprochen. Ha, 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 ha. Für euren Humor. Ich hab gerade gesehen, dass hier noch das Essen von gestern steht und das sieht gar nicht mehr so appetitlich aus. Ich bin nicht eingebildet, aber wenn ich morgen Geburtstag habe, schenke ich meinen Eltern eine Glückwunschkarte. What? Ach so.
Ach so. Sollte ich meinen Eltern auch mal geben. Halt deine Schnauze. Warum habt ihr mich Bettina genannt, Papa? Nach dem Ort, wo wir dich gezeugt haben. Und meine Brüder? Was soll mit Motorhauben Hannes und Rücksitz Otto sein? Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Haha, weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Was denn? Als Schülerin damals bin ich extra immer so um 6 Uhr aufgestanden, damit ich duschen, Haare waschen und mich schminken kann. Und jetzt als Studentin regt es mich schon mega auf, wenn ich um 9 Uhr aufstehen muss, haha. Und außerdem frage ich mich dann immer so Sachen, ob man beispielsweise Trockenshampoo 4 Tage hintereinander benutzen kann. Hahaha, seid ihr auch so? Also ich bin auch so. Yo, Tim, was war Jesus als Student? Warum schreibst du mir sowas um 2.40 Uhr nachts, Alter? Na, weißt du's denn? Keine Ahnung. Student! Er wohnt mit 30 noch bei seinen Eltern, hatte lange Haare und wenn er was tat, war es ein Wunder. Geh bitte wieder schlafen. Das ist... Ich glaube, jeder hat so eine Person im Freundeskreis, die einfach unnormal krass davon überzeugt ist, dass sie lustig ist, es aber einfach nicht ist. Bei uns bin ich das. Habt ihr euch in der Schule so gemeldet? So? Oder so? Ich immer so. Apropos Schule allerdings, meine lieben Freunde. King von Überleitung is back in the building drin. Von der Schule handelt nämlich auch dieser WhatsApp-Fail. Und zwar schreibt der Nachhilfelehrer seinem Schüler das hier auf WhatsApp. Okay, probieren wir das mit der Mathe-Nachhilfe mal anders. Stell dir vor, du hast 4 Knöpfe in deiner Hosentasche und 2 fallen dir heraus. Was hast du dann in deiner Hosentasche? Ein Loch. Ich geb's auf. Finde ich halt irre, dass mir Sandra einfach auch so WhatsApp-Fails mittlerweile schon einschickt. Du kleiner Sohn. Habe meiner Oma heute das Internet gezeigt und bei Google meinte ich halt, dass sie nach allem suchen kann, was sie will. Also Hotels, Schauspieler, Rezepte etc. Und was sucht die direkt? Gertrud Müller. Wer ist das? Unser Nachbar. Die kann alles googeln und googelt ihren Nachbarn. Ja. Aber so sind ältere Menschen oft. Die sind mit ganz wenig zufriedenzustellen. Und ich finde, das ist eine Sache, die sollte auch in unserer Gesellschaft wieder mehr Anklang finden. Einfach mit den Kleinigkeiten. Sich über so ganz kleine Dinge freuen. Nicht hier sich zu Weihnachten hier PS5 wünschen und ein neues iPhone und ein Fernseher. Nee. Wünscht euch... Kommen wir nun allerdings auch schon zum letzten WhatsApp-Fail fürs heutige Video. Und zwar habe ich diesen WhatsApp-Fail nicht so richtig verstanden. Wir hatten so einen ähnlichen Fail schon mal, vor einem Jahr oder so in der Episode. Und zwar bekommt eine Person die Nachricht geschickt, liebst du mich? Und er antwortet, nee, geschrieben aus Ja's. Also, was hat er da geantwortet? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gern unten in die Kommentare. Und dann